The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era. Hallo und willkommen zu dem Podcast im Schatten. Dies ist eine weitere Folge von The Deep im Tempel, Eskapismus in der präapokalyptischen Ära. Hier erwartet dich eine weitere Dosis Weltflucht, Kunst, Misanthropie, Melancholie und Depolarisation im Zeitalter des narzisstischen Schwätzers. Oder muss es heutzutage eher Schwätzerin heißen? Nun, in diesem Podcast suchst du nach Gendersprache vergeblich. Und wenn die einzige Schlussfolgerung, die du daraus ziehen kannst, darin besteht, mich als einen weißen, frauenhassenden, rechtsradikalen alten Mann anzusehen, hast du meinen Segen. Ich würde niemals in deine Masturbationsfantasien eingreifen. Apropos Masturbationsfantasien. Die heutige Sitzung hat offensichtlich ein einendes Thema, das sich durch alle Segmente durchzieht. Das war nicht ganz beabsichtigt, ist aber so geworden. Das Thema scheint starke Frauen zu sein. Angefangen mit gleich zwei Filmen von Juzo Itami über eine wundervolle Steuerfahnderin, dann über ein Album von Kate Bush, das aufgespannt zwischen Freudscher und Jungscher Psychologie ist. Danach wird es um den möglicherweise eskapistischsten Comic seit den Zeiten von Blake und Mortimer gehen, mit einer tollen Frau im Mittelpunkt. Und am Ende lese ich ein paar Zeilen von Anais Nin, die zu verehren mir wie eine religiöse Pflicht erscheint. Also, legen wir mal los. Film Talk. Let's pick a movie apart and geek out about it. Heute möchte ich meine Filmrevue als ein Double Feature behandeln und über zwei Filme sprechen. Über den dritten und vierten Film des großartigen japanischen Regisseurs Juzo Itami mit dem Titel A Taxing Woman und A Taxing Woman's Return, erschienen 1987 und 1988. Im Original heißen die Filme Marusa no Ona 1 und 2. Und diesen Titel zu übersetzen kostet etwas Mühe. Der japanische Begriff Marusa bezeichnet eine Abteilung des Finanzamtes, die sich mit Steuerfahndung beschäftigt, die Steuerinspektorin. Ona bedeutet natürlich Frau. Der Titel ließe sich vermutlich übersetzen als die Frau von der Steuerfahndungsabteilung. Das rollt ja nicht gerade über die Zunge, weshalb der Film in Deutschland den durchaus passenden Titel »Die Steuerfahnderin« trägt. Der englische Titel ist eigentlich sehr witzig, weil er gleich ein Wortspiel besitzt. Denn Taxing kann einerseits bedeuten, jemanden mit einer Steuer zu belegen, aber es kann auch bedeuten, die Geduld von jemandem zu strapazieren, was hervorragend auf unsere Protagonistin passt. Und erneut haben wir in der Hauptrolle ein Wiedersehen mit der wundervollen Schauspielerin Nobuko Miyamoto, die hier die äußerst burschikose Steuerprüferin Ryoko Itakura spielt, die dank ihrer Initiative und ihrer Gerissenheit zu einer Steuerinspektorin aufsteigt. Ich muss an dieser Stelle festhalten, dass dieser Film möglicherweise die schönste Filmeröffnung hat, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Man muss es eigentlich mit eigenen Augen sehen, um es zu glauben. Es gibt da auch einen seltsamen Zusammenhang mit dem vorangegangenen Film von Juzo Itami, namentlich Tampopo, über den ich in einer früheren Episode schon gesprochen hatte. Tampopo endet mit einer Filmmontage und die letzte Einstellung, die wir sehen, zeigt eine junge Frau, vermutlich irgendwo im Park, die ihre Brust entblößt und einen Säugling füttert. Die Steuerfahnderin beginnt nun erneut mit einer entblößten, nackten Frauenbrust, doch diesmal nuckelt nicht ein Säugling dran, sondern ein steinalter, vermutlich 90-jähriger Greis. Die Frau ist seine private Krankenschwester. Wir haben sogleich ein Wiedersehen mit dem wunderbaren Tsutomu Yamazaki, den wir schon in der Hauptrolle der beiden vorangegangenen Filme Ososhiki, die Beerdigung und Tampopo gesehen haben. Im ersten Film spielte er Nobuko Miyamotos fremdgehenden Ehemann und in Tampopo spielte er den souveränen Truckfahrer und Nudelexperten Goro. Hier spielt Sugawa den Antipoden in der Geschichte, den betrügerischen Immobilienspekulant Hideki Gondo,
der im Grunde ein Vermögen mit Steuerhinterziehung macht und sein Vermögen unter anderem an seine hörigen Konkubinen verteilt, damit er es nicht versteuern muss. Yamazaki ist gigantisch in diesem Film. Jizo Itami verpasste ihm eine Behinderung, vermutlich Kinderlähmung, und Yamazaki spielt den humpelnden Schurken so grandios, dass er dafür einen Oscar hätte kriegen müssen. Allerdings machen wir uns hier bei diesem Podcast nichts aus Oscars. Ich hoffe, dass das klar ist. Allerdings hat das japanische Kino ihren eigenen Academy Award, und hier hatte Yamazaki für diesen Film tatsächlich den Preis als bester männlicher Darsteller bekommen. Ich bin nicht mal ansatzweise überrascht, denn seine Performance ist eine der besten, die ich in einem japanischen Film gesehen habe. Also, Yamazaki Tsutomu. Der Film besitzt starke erotische Elemente, die Itami später auch in seinem Film Ageman ausspielen würde. Man kommt da aus dem Schauen gar nicht raus, weil geradezu beiläufig ständig irgendeine Hand an irgendeiner Muschi liegt. Interessanterweise ist aber gerade die Hauptprotagonistin, die Steuerfahnderin Ryoko Itakura, von all dem ausgenommen. Nobuko Miyamoto, die Itamis Ehefrau war und in 9 von seinen 10 Filmen die Hauptrolle spielte, wurde von dem Regisseur durchaus in Rollen gecastet, die ihre eigenen sexuellen Untertöne besaßen. Hier ist die Situation sehr anders. Ryoko Itakura ist für die Männer in dieser Geschichte kein Objekt der Lust oder Begierde. Es kommen hier genug Frauen vor, die reine Sexobjekte sind. Doch Ryoko Itakura ist für sie ein Objekt des Hasses. Denn sie will an ihr teuer ergaunertes Geld ran. Sie trägt auch noch diesen etwas reizlosen Kortanzug dabei. Und Itami präsentiert sie deshalb als eine androgyne, anzugtragende, resolute Frau, die eine Tomboy-Frisur trägt, die sie kaum unter Kontrolle kriegt. Am auffälligsten ist ein dichtes Netz aus Sommersprossen, das Nobuko Miyamoto in diesem Film trägt, beinahe schon wie eine leicht übertriebene Theatermaske. Und ich habe mich sogleich gefragt, welche Rolle denn Sommersprossen in der japanischen Gesellschaft besitzen, zumal sie dort nicht ganz so viel verbreitet sind wie zum Beispiel in Europa. Und es lässt sich durchaus behaupten, dass in den 80ern Sommersprossen als ein Schönheitsmakel rezipiert wurden. Es ist ohnehin interessant, wie viele der Darsteller in diesem Film irgendwelche Verunstaltungen im Gesicht haben, von Narben über seltsame Muttermale. Dieses Detail ist ein wenig mysteriös oder lediglich ein Zufall. Nobuko Miyamotos Gesicht wird hier nicht extra mit Make-up verjüngt, wie in ihren anderen Filmen mit Itami. Doch das alles kann nicht die Erotik und Sinnlichkeit verbergen, die diese Darstellerin unentwegt abstrahlt. Aber die Idee dahinter lautet eben, dass die Steuerfahnderin Ryoko Itakura von all den zwielichtigen Kerlen, denen sie bei ihren Ermittlungen begegnet, eben nicht sexualisiert wird. Die Steuerprüfungen in diesem Film sind extrem unterhaltsam. Manchmal zeigt sie Itami als visuelle Montagen mit krachender Musik. Hierbei filmt sein Kameramann Yonezu Maeda zunehmend aus der Hand, um eine nervöse Enge und Anspannung festzuhalten. Die Steuersünder kennen keine Grenzen der eigenen Erniedrigung. Sie oszillieren dabei von Handgreiflichkeiten bis hin zu winselndem Betteln und Kriechen auf dem Boden. In einer geradezu gigantischen Szene reißt sich eine Steuersünderin schließlich alle Kleider vom Leib und wirft sich nackt aufs Bett und spreizt dabei vor den sprachlosen Steuerfahndern die Beine. Und während die Beamten verdutzt in ihre Vulva starren, schreit die Frau sie hysterisch an und fordert sie auf, sie zu durchsuchen. Nur bei Jizo Itami sieht man solche Dinge. Itami hat dieses Talent, mit nur wenigen Handgriffen die Stimmung einer Szene zu verändern und die Zuschauer in einen Zustand der Sprachlosigkeit zu versetzen. Es ist auf jeden Fall eine ungewöhnliche Herangehensweise, Steuerprüfungen zum Gegenstand von Humor zu machen, doch in diesem Film sind das einige der lustigsten Szenen und dieser Film hat einen sehr großartigen Humor. Der Look dieses Films ist ebenfalls großartig. Ich mag die Kamera in allen Itami-Filmen. Obwohl er eine Art zu filmen hat, die nicht unbedingt auf CinemaScope eingeht, und seine Filme sehen toll aus im 3:4 Format, da er sehr zentral komponiert. Die Komposition von Yonezu Maeda ist exzellent und der Film hat durchaus einen stylistischen High-Key-Look und eine starke visuelle Ästhetik. Ein weiteres Markenzeichen von Itami ist der direkte Blick in die Kamera anstelle eines typisch amerikanischen Over-the-Shoulder-Blockens.
Der Soundtrack zu diesem Film stammt von Toshiyuki Honda, der später auch noch den Soundtrack zu Agemann komponieren würde. Die Musik ist eine typische 80er-Jahre-Mischung aus kitschigem Smooth Jazz und einem frechen City-Pop-Vibe. Die Musik erinnert mich stellenweise ein wenig an den Soundtrack zu The Osterman Weekend von Lalo Schifrin. Die Handlung ist keineswegs verschlungen und verläuft doch sehr linear und übersichtlich. In diesem Film geht es mehr darum, Menschen zu porträtieren und zu zeigen, wie sehr sie bereit sind, sich zu erniedrigen und welche unwürdigen Abgründe sie bereit sind zu betreten, um nur nicht dem Staat Steuern abführen zu müssen. Manche Szenen treiben das eben auf die Spitze, wenn Menschen gezeigt werden, die krampfhaft einen zerknüllten Beleg in ihrer geschlossenen Faust halten, während die Steuerfahnder versuchen, die einzelnen Finger der Hand zu öffnen, um an dieses erbärmliche Stück Beweismittel ranzukommen. Juzo Itami hatte die Idee zu diesem Film angeblich nach seinem Erstling Ososhiki in 1984, als dieser auf den Markt kam und Itami sich schlagartig in einer deutlich höher berechneten Steuerklasse wiederfand. In dem gerissenen Immobilienhai Hideki Gondo, der unter anderem Stundenhotels betreibt, findet die Steuerfahnderin Ryoko Itakura allerdings einen würdigen Gegner, der es stets schafft, ihren Bestrebungen, ihn zu überführen, zu entgehen. Seine Gerissenheit imponiert der Fahnderin und so entwickelt sich eine seltsame Respektbeziehung zwischen den beiden. Der notorische Hurenbock Gondo fragt Ryoko am Ende sogar, ob sie denn nicht die Steuerfahndung an den Nagel hängen möchte, um fortan mit ihm zu leben. Ryoko lehnt es stumm mit einem einzigen Kopfschütteln ab. Und es ist dennoch eine tief romantische Szene, auf ihre eigene, leicht bizarre Art und Weise. Doch an diesem Punkt ist sie eben die Löwin, die im Begriff ist, mit dem letzten Schlag ihrer Pranke sein Genick zu brechen, symbolisch gesprochen. Und damit bleibt natürlich auch die Deutung der Szene, dass der notorische Steuerbetrüger Gondo dies letztendlich nur deshalb zu ihr sagt, um seinen Kopf aus der Schlinge ziehen zu können. Aber es kann natürlich sein, dass er in der Tat ernsthaft in sie verliebt ist. Als der Film erschien, sahnte er alle nur erdenklichen Preise ab, die es in Japan gab. Und ich halte ihn immer noch für einen der besten Filme, die jemals gedreht wurden. Der Streifen mag keine besondere Handlungstiefe besitzen, doch er besitzt eine zauberhafte Ästhetik und einen gelungenen Kommentar über ein grundsätzliches Problem der modernen kapitalistischen Gesellschaft. Die unaufgearbeitete Dichotomie zwischen einem steuerbasierten Staat und einer Gesellschaft, die diese Steuern nicht wirklich gerne zahlt, was die philosophische Frage aufwirft, inwieweit der Monetarismus dazu geeignet ist, ein Gemeinwesen zusammenzuhalten. Wir reden immer viel davon, wie unsere Gesellschaft wertebasiert sein sollte, und manche behaupten sogar, dass sie es tatsächlich ist. Doch um diese gemeinschaftlichen und sinnstiftenden Werte hochhalten zu können, benutzen wir als den Treibstoff unserer sozialen Überzeugungen ausgerechnet Geld, dessen inhärente Eigenschaft in Wirklichkeit darin besteht, uns unentwegt zu spalten und unentwegt dazu zu verführen, lieber unseren Eigeninteressen nachzugehen, als im Sinne der Gemeinschaft zu handeln. Ich meine, heute kann man in einem beliebigen Café eine fremde Person eher in ein spontanes Gespräch über Analsex verwickeln, als über ein Gespräch darüber, wie viel diese Person verdient. Da wird man dann viel eher zu hören bekommen, das geht dich jetzt aber nichts an. Im darauffolgenden Jahr entstand die Fortsetzung dieses Films, A Taxing Woman's Return, und dieser Film schließt unaufgeregt sich der Vorgeschichte an und wir werden erneut in eine Welt der gerissenen Steuerbetrüger hineingezogen. Doch diesmal geht Itami einen Schritt weiter und eckt noch mehr bei den Eliten an, denn die zwei heißen Eisen, die er hier in gewohnt humoristischer Art anpackt, sind Gentrifizierung, doch noch mehr die Welt der Kulte und Sekten, die sich Religionsstatus erschleichen und auf diese Weise riesige Summen am Steuersäckel vorbeischleusen. Juzo Itami präsentiert den Religionskult hier in aller gebotenen Lächerlichkeit und gibt sich nicht mal Mühe, dabei subtil zu sein. So albern findet er solche Organisationen und Gruppen. Und ich kann ihm da nur zustimmen. Meine Jugend war extrem geprägt von solchen Gruppierungen. Ich war nie Mitglied einer Sekte, aber ich hatte erstaunlich viele Bekannte, die das gesamte Spektrum dieser Glaubensneurosen abdeckten, von den Zeugen Jehovas über die Bhagwan-Anhänger, die Vereinigungskirche, besser bekannt als Moonies,
Scientology zu einer Zeit, als sie in Deutschland noch erlaubt war, bis hin zu allerlei bizarren Wunderheilern in Brasilien. Man hat mich mehrmals versucht, in solche Gruppierungen zu rekrutieren. Doch von all den Eigenschaften, die ich habe, und die meisten sind mehr ein Manko als ein Vorteil und sichtlich nichts, worüber man sich freuen sollte, die eine Eigenschaft, die ich bei mir befürworte, ist eine absolute Immunität für Sekten- und Kultgeschwafel. Doch zurück zu Itami. Auch bei diesem Film fällt mir doch auf, wie sehr er es verstanden hatte, auch die weniger aufregenden und spannenden Momente visuell extrem interessant zu gestalten, sodass man sogar dann, wenn die Handlung vielleicht gerade nicht so aufregend ist, sich sehr entspannt zurücklehnt und einfach auf dieser Welle treibt, die er da visuell erschafft. Und sogar der Alltag in einer solchen Sekte, die Itami unverblümt als Nonsens entlarvt, wird von ihm jedoch cineastisch so grandios gefilmt, dass jede Einstellung diese Leute interessant macht. Und klar denkt man sich, diese Idioten haben einen kompletten Dachschaden, aber gleichzeitig kriegt man von ihnen gar nicht genug. Das nenne ich natürlich Filmkunst auf hohem Niveau. Auch im zweiten Teil spielt Masahiko Tsugawa wieder den Chefinspektor der Steuerfahndungsdivision und es gibt eine nette Nebenrolle für den legendären Tetsuro Tamba, der hier den regionalen Direktor der Finanzbehörde spielt. Manche kennen Tamba vermutlich aus dem James-Bond-Film Man lebt nur zweimal aus dem Jahr 1967. Ich verbinde Tetsuro Tamba aber auch mit dem großartigen Film Shinkansen Daibakuha, der in Deutschland Panik im Tokio Express heißt, aus dem Jahr 1975. Ein Film, den ich hier unbedingt mal besprechen muss. Und übrigens ein Film, dessen Prämisse offensichtlich die Idee für den 90er Jahre Blockbuster Speed mit Keanu Reeves und Sandra Bullock darstellt. Aber das nur am Rande. A Taxing Woman's Return hat vielleicht nicht ganz so den strahlenden Glanz des ersten Teils, was vielleicht mit der Abwesenheit von Tsutomu Yamazaki zusammenhängt, doch vielmehr damit zusammenhängt, dass dies eine unmittelbare Fortsetzung ist, die dasselbe Thema behandelt, ohne irgendwelche neuen Impulse reinzubringen. Es sind neue Steuerbetrüger, denen wir hier begegnen, und einige sind noch grotesker und noch exzentrischer als jene, die wir im ersten Teil gesehen haben. Und das ist durchaus vielleicht ein Nachteil des Films. Es mutet ein wenig an, als ob das hier der eine Fall war, wo Juzo Itami einem gewissen Erfolgsdruck des ersten Teils nachgab und deshalb schnell ein Sequel nachschoss, obwohl eigentlich im ersten Teil alles gesagt wurde. Am Ende erweist sich die Korruption und gerade der Unwille der Reichen, am Steuersystem zu partizipieren, als unbesiegbar. Ryoko Itakura mag Einzelerfolge verbuchen, doch die meisten Reichen werden davonkommen. Das Ende ist nicht optimistisch, bleibt jedoch auch etwas augenzwinkernd. Es erinnert ein wenig an ein Ende, wie man es von Terry Gilliam erwartet. Und darin sind Juzo Itamis Filme auch ein Spiegel unserer eigenen Gesellschaft, denn wir partizipieren ebenso an einer Welt, in der die reichen Spinner mit ihrem kriminellen Unfug immer davonkommen. Und wir leisten unseren Beitrag dazu, dass sich nichts wirklich bessert. Als Double Feature ist das hier eine großartige Erfahrung und auch der zweite Film besitzt diese starke Sinnlichkeit und Erotik, die manchmal nur unterschwellig ist. Beide Filme sind durchaus satirischer als Itamis ersten beiden Filme, die mehr einen natürlichen und menschlichen Humor besaßen. Doch hier ist Satire unvermeidlich, denn wir blicken unentwegt in den Abgrund menschlicher Triebe mit all seinen grotesken Auswüchsen. Und das ist eine Linie, der Juzo Itami in seinem nächsten Film Ageman weiter folgen würde. Darin schlüpft seine Ehefrau und Hauptdarstellerin Nobuko Miyamoto in die Rolle einer modernen Geisha. Doch dazu dann beim nächsten Mal. Album Review. There's music in the air. Never Forever ist durchaus ein Album von Kate Bush, das von jenen, welche Kate mögen, äußerst geschätzt und geehrt wird. Die Fans mögen die fantasievolle, verspielte und äußerst vielseitige Produktion dieser Platte. Und dieses Album markiert sichtlich den Schritt einer jungen Künstlerin, die bis dahin gezwungen war, zu tun, was man ihr sagt, in Richtung einer vollständigen kreativen Befreiung. Hier übernimmt sie langsam die Regie über ihre eigene Arbeit, wenn es auch, verglichen mit den darauffolgenden zwei Alben, noch eine reine Übergangssituation ist, die viele Verhandlungen voraussetzt. Die Emanzipation ist hier noch nicht gänzlich vollzogen.
Über dieses Album wurde schon viel gesagt. Deshalb nehme ich meistens an dieser Stelle Alben unter die Lupe, die weniger bekannt sind und kaum Rezensionen besitzen. Aber manchmal ist es auch wichtig, eine Ausnahme zu machen. Diese Platte hat eine besondere Atmosphäre, die Kompositionen sind extrem gut und im Grunde gibt es keinen einzigen Stinker dabei. Jeder Track ist in sich recht gigantisch. Für viele Jahre oder Jahrzehnte war dies meine Kate Bush-Platte Nummer 1, bevor sie von Hounds of Love abgelöst wurde, bevor diese wiederum von Dreaming abgelöst wurden. Es ist somit eine fluide Situation, wie man sehen kann. Aber es ist interessant, darüber nachzudenken, was es ist, das Never Forever so extrem charmant macht, während das Album an manchen Stellen extrem melancholisch, launisch und nicht selten bissig und sarkastisch daherkommt. Ich möchte vielleicht mal mit dem Cover der LP anfangen, da uns dieses Cover durchaus einen Hinweis geben kann. Die Covergrafik wurde von Nick Price erstellt, der ein Freund der Bush-Familie war und der auch andere LPs von Kate Bush designt hatte. Die Bildidee stammt vermutlich von Kate Bush selbst. Dem Bild merkt man an, dass der Künstler ein Kinderbuchillustrator ist. Das Bild hat diese verträumte, unbeschwerte Art eines Kinderbuchs. Es zeigt eine Kate Bush, die auf einer Art Hügel steht, mit einem Sommerkleid, mit Wolken und Wölkchen als Muster auf diesem Kleid. Und passend dazu hat der Wind oder Luftzug ihren Rock angehoben. Doch unter ihrem Rock, also aus ihrem Schoß heraus, quellen die unterschiedlichsten Wesen hervor. Schwäne, Frösche, Fische, Katzen und vor allem Fledermäuse. Also eine gedrungene Eruption der Natur, die sich da ihren Weg aus ihrem Unterleib bahnt. Das Bild mutet nur dann verträumt und romantisch, wenn man nicht näher hinsieht. Bei näherer Betrachtung besitzt es doch etwas sehr Ktonisches. Und doch mutet die Grafik auch nicht gruselig oder ekelerregend an. Das Bild hält erfolgreich das Gleichgewicht zwischen den Deutungen, ohne umzukippen. Und mein Verdacht ist, dass dies grundsätzlich das unterschwellige Konzept dieses Albums reflektiert, die Künstlerin aufgespannt zwischen ihren freudschen und jungschen Gedanken und Empfindungen. Und die Themen der Songs tragen das mit. Einige davon sind sichtlich in einer freudianischen Welt angesiedelt, wie Babushka, Delius, The Wedding List oder The Infant Kiss. Doch die Auseinandersetzung mit diesen Themen und Gefühlen ist eben nie abgeschmackt, sondern von einer Jungschen Suche nach Archetypen beseelt. Dies erschafft eine besondere Aufspannung und beschreibt den Menschen so, wie er ist, mit den Füßen tief im Morast und Schlamm seiner eigenen Existenz, mit all seinen Trieben und all seiner autodestruktiven Art. Doch der Kopf schwebt gleichzeitig in den Wolken, beseelt von poetischen Idealen. In dem wundervollen Track Egypt am Ende der A-Seite entfaltet sich diese Ambivalenz vollständig, denn die Worte besitzen eine apollinische Qualität, doch die Gedanken dahinter sind dionysisch, geradezu bacchantisch. Einer der besten Songs von Kate Bush und ein tolles Minimoog-Solo von Max Middleton und ein Beispiel für diese lyrischen Spannungen, die einen weiten Teil dieses Albums ausmachen. Die Musik ist hervorragend geschrieben, eingespielt und gemixt. Es ist ein Album mit berechtigtem Kultstatus und ich kann es jedem nur empfehlen. Del Palmers Fretless Bass auf dem Track Blow Away ist großartig. Erneut ein Song über ein ambivalentes Thema, die Melancholie des Sterbens für den Rock'n'Roll. Oder die sprießende Natur von Delius Song of Summer, das geradezu wie ein vertontes Feuchtgebiet anmutet, doch zugleich eine märchenhafte Tonalität hat, die an Shakespeare und den Sommernachtstraum erinnert. Von einer Referenz an Frederick Delius gar nicht zu sprechen. Das Spektrum dieser Musik spannt von verträumten Pop über experimentelle Musik, im Falle von Violin über puren Punkrock und schließlich beachtliche Elemente des Progrocks. Es ist eine hervorragende Platte, die ich jedem wirklich ans Herz legen kann. Never Forever markiert für Kate Bush wohl auch den Beginn der Fairlight-Produktionen, obwohl dies in den nächsten zwei Alben viel deutlicher zum Tragen kam. Aber bereits hier ist eine Menge Sample-Arbeit zu hören. Die Fairlight-Bedienung ging da zum Teil auf das Konto von Kate Bush, aber auch des Ausnahme-Keyboarders Duncan McKay, aber auch John Walters und Richard Burgess. Das ganze Album ist also eine sehr komplexe, stimmungsvolle Produktion mit sehr vielen Teilnehmern.
Letztes Jahr ist die stets etwas neurotische Weltbevölkerung etwas verrückt geworden, weil man beschlossen hatte, ungefähr 2 Wochen nur über Kate Bushs Song Running Up That Hill zu sprechen, weil es in einer TV-Serie verewigt wurde. Und das ist fair, ich mache das niemandem madig. Aber ich hoffe inständig, dass für einige das nicht nur eine flüchtige Marotte war, sondern dass sie die Chance wahrnehmen, Kate Bush albenbasiert zu erforschen. Denn hier warten einige aufregende Expeditionen auf dich. Denn das Album ist, soweit es um Musik geht, die höchste Ausdrucksform der Neuzeit. Da besteht für mich kein Zweifel dran. Ein Album, im Schnitt 35 Minuten lang, aufgeteilt in A-Seite und B-Seite, ist für mich das perfekte Kunstmedium und zu weiten Teilen konkurrenzlos. Erst auf diese Weise kann sich das vollständige Abenteuer entfalten. Somit begib dich auf diesen Pfad und höre dir mal Never Forever von Anfang bis Ende an. Ich kann es nur empfehlen, ein großartiges Meisterwerk aus dem Jahr 1980. Enter the comic zone. Let's talk about my favorite comics. Kommen wir wie gewohnt zu unserer Comic-Sparte. Denn hier befinden sich die größten Perlen des Eskapismus. Und kaum auf einen Comic trifft das so sehr zu, wie auf die Reihe, über die ich hier sprechen möchte. Ich habe hier 15 Bände vor mir stehen, alle beim Splitter Verlag erschienen. Die Rede ist von den Kathy Austin-Abenteuern von Rodolphe, Leo und Marshall, die nun seit einigen Jahren erscheinen und bereits bei der 4. Staffel angekommen sind. Interessanterweise hat diese Serie keinen richtigen Namen, weshalb sich hierbei die Bezeichnung der Kenya-Zyklus eingebürgert hat. Doch Kenya war nur der Name der ersten Geschichte. Der zweite Zyklus hieß Namibia und der dritte Amazonia. Gegenwärtig ist eine 4. Staffel im Entstehen mit dem Titel Scotland, von dem es im Augenblick nur den ersten Band gibt. Aber wie gesagt, wer in dieser Welt abtauchen möchte, auf den warten sage und schreibe 15 Bände, die 3 abgeschlossene Geschichten abdecken. Dieser Zyklus hat so ziemlich alles, was das eskapistische Herz begehrt. Exotische Schauplätze, eine abenteuerliche Ära, Nazis, UFOs und Außerirdische und allerlei Monster. Von Menschen mit niederen Beweggründen gar nicht zu sprechen. Diese Geschichten spielen sich am Ende der 40er Jahre ab, so um 1947, 1948 und 1949 rum. Der Schatten des Zweiten Weltkriegs, der nur wenige Jahre zuvor gerade erst zu Ende gegangen war, liegt dann noch über der Handlung. Zugleich spüren wir jedoch auch das Klima des Kalten Kriegs am Horizont. Kathy Austin ist eine junge, charismatische Engländerin, die häufig wie eine Touristin oder Aushilfslehrerin daherkommt, doch in Wirklichkeit eine Geheimagentin des MI6 ist. Es mag nicht Kathys ursprüngliche Absicht gewesen sein, aber durch die Fügung der Umstände wird sie beim MI6 zu einer Spezialistin für die seltsamen Fälle, die unerklärlichen Phänomene, die Rätsel, die sich einer konventionellen Erklärung entziehen. Die Handlungszeit ist klug gewählt, denn einerseits ist dies der Beginn der Nachkriegszeit und somit beseelt von den Möglichkeiten der Moderne. All die neuartige Technik, die mit dem Ende des Weltkriegs kam, kann somit in die Handlung einbezogen werden. Doch zugleich ist das eine Zeit, die noch das klassische Abenteuer erlaubt. Die Welt ist zwar schon irgendwie erforscht, aber nicht bis zum Erbrechen durchleuchtet, wie heute. Wir kommen damit zu dem eigentlichen Wesen des Abenteuers, die Idee der Terra Incognita. Abenteuer ist heute beinahe schon ein künstliches Phänomen geworden, das man häufig in übertriebener Manier organisieren muss, damit es noch den Anstrich eines Abenteuers hat, obwohl es sich bei genauerem Hinsehen doch mehr um Adrenalineffekte handelt oder um eine moderne Form von Athletik. Ob wir nun von Parkour sprechen oder Basejumping, Bungee-Jumping, Weltumsegelungen, kontrollierte Safaris, Free-Climbing, in Osteuropa auf Bärenjagd gehen. All diese Dinge sind, was sie sind. Aber ihre Existenz belegt auch, dass das alte Abenteuer eben vorbei ist. Die Welt ist dafür zu erforscht, kartografiert und kommentiert. Lange sind sie her, die Zeiten von Richard Halliburton, als eine Übernachtung im Taj Mahal eben noch ein großartiges Abenteuer war. Die Zeiten von Hanselka und Sigmund, die Zeiten von Heinz Rox Schulz, Alexandra David Neel, Sven Hedin oder Thor Heyerdahl.
Allein schon, was Hollywood heute unter dem Begriff Abenteuerfilm interpretiert, lässt dabei tief blicken. Das war nicht immer so und Vergleiche zwischen den Kathy Austin Comics und den Indiana Jones Filmen der 80er Jahre drängen sich förmlich auf. Alles in allem, perfekter kann man sich eskapistisches Material gar nicht ausmalen. Insbesondere, da es sich dem hektischen Größenwahn verweigert, dem man sich heute im Kino ausgesetzt fühlt, wo alles immer größer, übertriebener und aufgesetzter daherkommen muss, weil der CGI es eben erlaubt. Die Serie ist zu weiten Teilen eine Schöpfung des Franzosen Rodolphe de Jacquet, abgekürzt bekannt als Rodolphe, ausgeheckt zusammen mit Leo. Leo steht für Luis Eduardo de Oliveira, der gegenwärtig sichtlich einer der bekanntesten Comiczeichner Brasiliens ist und selbst auch ein erfolgreicher Skriptautor. Hinter Leo steht ein ganzes Comics-Universum, das von harter Science-Fiction bis zu exotischem Mystery-Abenteuer reicht. Ich werde gar nicht so sehr auf die Handlung der Geschichten eingehen, weil dies nicht wirklich so wichtig ist. Es sind tolle, kohärente Geschichten, doch man ist vorrangig wegen der kurzweiligen, abenteuerlichen Atmosphäre dabei und weil man eben in eine Ära entführt wird, als Abenteuer noch etwas bedeuteten. Ab der zweiten Geschichte mit dem Titel Namibia ändert sich die kreative Dynamik im Produktionsteam, da ein weiterer Zeichner an Bord kam, in Form von Bertrand Marchal, ein belgischer Zeichner, Jahrgang 1974 und somit eine ganze Generation jünger als Leo und Rodolphe. Nun ist es so, dass ich grundsätzlich Leos Zeichenstil mag und gar nicht übermäßig kritisieren möchte. Aber man könnte manchmal einwenden, dass sein Stil etwas zu wenig Biss hat und stellenweise an die Illustrationen aus den Publikationen der Zeugen Jehovas erinnert. Ich meine Blättchen wie Der Wachturm und Erwachet. Marchal ist da, um ehrlich zu sein, eine andere Gangart. Sein Stil ist dramatischer, cineastischer, mit aufregenden perspektivischen Zeichnungen und Alfred Hitchcock-artigen Blickwinkeln. Weitere Erwähnung verdient sicherlich Sebastian Bouet, der die Bände kolorierte, in Deutschland aber auch Tanja Kremling, die für Splitter die Übersetzungen umgesetzt hatte, und zwar hervorragend. Solche Dinge sind allesamt nicht zu unterschätzen, denn beim Eskapismus sind oft die Details wichtig, die einen aus einer kurzweiligen Erfahrung herausreißen, wenn sie nicht stimmig genug umgesetzt worden sind. Für mich persönlich ist bis jetzt die dritte Geschichte am besten umgesetzt. Amazonia halte ich für besonders gut gelungen, wenn ich auch alle drei Staffeln sehr genossen habe. Doch bei Amazonia sind alle in Höchstform und die Handlung fühlt sich wie ein großartiger Roman an, der Fernweh und Mysterien gleichermaßen heraufbeschwört. Ein weiterer Reiz dieser Geschichten besteht darin, dass es zwar durchaus paar wirklich schurkische Antagonisten und Villains gibt, wie auch einige eindeutig positiv besetzte Personen, doch eine Menge der Handlungsgestalten sind recht grauschattierte Persönlichkeiten, was auf jeden Fall den Lesespaß zusätzlich erhöht, da wir häufig nicht wissen, wem unsere Protagonistin Kathy Austin trauen kann und wem nicht. Der erste Band der Serie, Kenya, erschien zuerst in 2001 bei Dargaud. Scotland habe ich mir noch nicht angeschaut, da wird wohl bald auch der zweite Band erscheinen, aber solche Dinge brauchen Zeit und so wird es wohl noch ein paar Jahre dauern, bis diese Staffel fertig ist. Ich bin sicher, das ist ein Phänomen, das in der Comics-Industrie den Leuten Kopfzerbrechen bereitet, dass Sammler wie ich häufig erst abwarten, bis eine Serie fertig ist, bevor sie anfangen, die Bände zu kaufen. Was wiederum bedeutet, dass die Verlage jahrelang in die Vorleistung gehen, ohne die volle Kaufkraft zu spüren zu bekommen, da zu viele von uns auf den letzten Band warten. Ich schätze, man müsste eigentlich die Bände zeitgleich kaufen, um so den Comics-Verlagen unter die Arme zu greifen und viele könnten es sicherlich gebrauchen. Aber es stimmt schon, dass ich es ziemlich hasse, auf eine Comics-Fortsetzung 1 oder 2 Jahre warten zu müssen, um dann eine Stunde lang 45 Seiten zu lesen und wieder ein Jahr zu warten. Kein Wunder also, dass ich so ein hoffnungsloser Fan von Integralausgaben bin. Auf jeden Fall, wer mal so richtig in eine klassische Nachkriegsabenteuergeschichte abtauchen möchte, zwischen Schatzjägern, Nazis, fliegenden Untertassen und rätselhaften Kreaturen, der ist mit dieser Reihe sehr gut beraten. Das war also eine Besprechung der Abenteuerreihe über Kathy Austin, kreiert von Rodolphe, Leo und Marchal. Words is Tessera. The look through the kaleidoscope.
In dieser Folge meines Podcasts zeichnet sich doch ab, dass sich hier ein roter Faden durch die Handlung zieht. Das Thema sind Frauen, genauer gesagt starke Frauen im weitesten Sinne. Und so ergibt es Sinn, abschließenderweise noch einen Text von einer großartigen Frau zu lesen, einer, die mir stets am Herzen liegt. Ich meine damit Anais Nin. Und zwar eine kurze, aber extrem charmante Passage aus ihrem großartigen Buch »Das Delta der Venus«. In diesem Sinne nehme ich schon mal Abschied von euch und wünsche euch einen tollen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Das Wort hat nun die göttliche Anais. Eines Vormittags erhielt ich einen Anruf. Ich sollte mich in einem Atelier in Greenwich Village vorstellen, wo ein Bildhauer eine kleine Statuette angefangen hatte. Er hieß Miar. Er hatte bereits einen Rohentwurf fertig und brauchte nun ein Modell. Die Statuette trug ein eng anliegendes Kleid, durch das man die Körperformen genau erkennen konnte. Der Bildhauer bat mich, alles auszuziehen, denn nur so könnte er arbeiten. Er war derart in sein Werk vertieft und hatte mir einen abwesenden Blick zugeworfen, dass ich beruhigt war, mich auszog und die gewünschte Pose einnahm. Ich war damals noch ziemlich unschuldig und er gab mir das Gefühl, als gäbe es keinen Unterschied zwischen meinem Gesicht und meinem Körper, als sei ich gleichfalls eine Statuette. Während Miar arbeitete, erzählte er mir aus seinem früheren Leben am Montparnasse. Die Zeit verging schnell. Ich wusste nicht, ob seine Geschichten meine Fantasie beflügeln sollten. Jedenfalls zeigte er nichts, was auf irgendein persönliches Interesse an mir hätte schließen lassen. Offenbar machte es ihm Vergnügen, sich selbst die Atmosphäre von Montparnasse ins Gedächtnis zurückzurufen. Dies ist eine der Geschichten, die er mir erzählte. Die Ehefrau eines modernen Malers war Nymphomanin. Sie hatte Tuberkulose. Ihr Gesicht war kalkweiß mit tiefliegenden, brennenden, schwarzen Augen und grün geschminkten Lidern. Ihre Figur war üppig, meist trug sie eng anliegende schwarze Kleider. Ihre Taille war im Gegensatz zum übrigen Körper schmal. Um die Mitte trug sie einen großen griechischen, etwa 15 cm breiten und mit Steinen besetzten Silbergürtel. Dieser Gürtel war faszinierend, er glich dem einer Sklavin. Er erweckte unterschwellig den Eindruck, als sei sie tatsächlich versklavt, eine Sklavin ihres sexuellen Hungers. Man hatte das Gefühl, man brauchte nur den Gürtel zu fassen und zu öffnen, und sie würde einem in die Arme fallen. Er war dem im Musée Cluny ausgestellten Keuschheitsgürtel nachempfunden, von dem es heißt, Kreuzritter hätten ihn ihren Frauen angelegt, ein breiter Silbergürtel mit einem Anhängsel, das die intimste Öffnung bedeckte und sie für die Dauer der Kreuzzüge unter Verschluss hielt. Übrigens fällt mir da eine amüsante Anekdote von dem Kreuzritter ein, der seiner Ehefrau einen Keuschheitsgürtel angelegt und seinem besten Freund den Schlüssel dazu gegeben hatte. Für den Fall, dass der Ritter in der Schlacht fiele. Kaum war er davongeritten, als ihm der Freund im Galopp nachraste und rief, »Hey, ihr habt mir den falschen Schlüssel gegeben!« Solcher Art waren die Reaktionen, die Luises Gürtel bei jedem von uns auslöste. Sie pflegte in unser Café zu kommen, uns mit hungrigem Blick zu mustern, als erwartete sie eine Einladung, sich zu uns zu setzen. Dann wussten wir jedes Mal, dass sie wieder auf der Jagd war. Natürlich hatte ihr Ehemann davon erfahren. Er war ständig hinter ihr her, eine jämmerliche Figur. Seine Freunde gaben vor, sie sei wohl in einem der anderen Cafés. Dort wurde er wieder in ein anderes geschickt. Inzwischen hatte sie jeweils genügend Vorsprung gewonnen, um mit irgendeinem von uns in einem Hotel zu verschwinden. Darauf versuchten wir wiederum, ihr Bescheid zu geben, wo ihr Mann sie gerade suche. Am Ende war er so verzweifelt, dass er sie seinen besten Freunden offerierte, damit sie zumindest nicht in die Hände von Ausländern falle. Er hatte Angst vor Ausländern, besonders vor Südamerikanern, Negern oder Kubanern, denn er hatte Bemerkungen über deren angebliche Potenz aufgeschnappt und fürchtete, seine Frau, finge sie je mit einem von ihnen etwas an, könnte ihn für immer verlassen. Louise war durch die Betten aller seiner Freunde gegangen. Eines Tages begegnete sie aber tatsächlich einem dieser Exoten. Er war aus Kuba, ein starker, brünetter Typ, außerordentlich gut aussehend, mit dem langen, glatten Haar eines Hindu und klassisch geformten aristokratischen Gesichtszügen. Er residierte praktisch im Dom, bis er jeweils der Frau begegnete, die sein Typ war. Dann verschwanden die beiden für ein paar Tage.
Sie schlossen sich in einem Hotelzimmer ein und kamen erst wieder ans Tageslicht, wenn beide genug hatten. Es war seine Art, sich einer Frau derart mit Haut und Haaren zu bemächtigen, dass nachher keiner den anderen wiedersehen wollte. Wenn es vorbei war, erschien er wieder im Café und war der alte, brillante Plauderer. Als er und Luise aneinander begegneten, gingen sie sofort zusammen weg. Ihre blasse Haut faszinierte Antonio, ihre üppigen Brüste, die schmale Taille, das lange, glatte, schwere, blonde Haar. Sie war genauso hingerissen von seinem Kopf und seinem muskulösen Körper, seiner Gelassenheit und Unbefangenheit. Alles machte ihm Freude. Er gab einem das Gefühl, als sei jetzt die ganze Welt ausgeschlossen, als gäbe es nur dieses Fest der Sinne, als gäbe es kein Morgen, keine anderen Frauen mehr, nur dieses Zimmer, diesen Nachmittag, dieses Bett. Als sie neben dem großen Messingbett stand und wartete, sagte er, »Behalte den Gürtel an«, und dann begann er langsam das Kleid, das den Gürtel umspannte, zu zerreißen. Ruhig und ohne sich anzustrengen, zerfetzte er es, als sei es aus Papier. Luis erzitterte unter den starken Händen. Dann stand sie nackt da, nackt bis auf den schweren Silbergürtel. Er löste ihr Haar und ließ es über ihre Schultern fallen. Erst dann bog er sie zurück aufs Bett, wo er sie endlos küsste. Die Hände auf ihren Brüsten. Sie spürte, wie der Gürtel ihr ins Fleisch schnitt, spürte das Gewicht seiner Hände, die sich fest in ihr nacktes Fleisch gegraben hatten. Ihre Begierde war ihr wie eine Art Wahnsinn zu Kopf gestiegen und hatte alles ausgelöscht. Ihr Verlangen war so stark, dass sie nicht warten konnte, nicht einmal, bis er sich auszog. Aber Antonio schien es nicht zu bemerken. Er küsste sie weiter, als wollte er ihren ganzen Mund, die Zunge, den Atem in seinen großen, dunklen Mund hineinsaugen. Seine Hände richteten sie übel zu, pressten sich in ihr Fleisch, hinterließen überall Male und Schmerzen. Sie fühlte, wie die Lust sie nass machte. Sie bebte und wollte die Beine öffnen. Dann versuchte sie, auf ihn zu klettern. Sie wollte ihm die Hose öffnen. »Das hat Zeit«, sagte er. »Wir haben viel Zeit.« Wir werden tagelang hier in diesem Zimmer bleiben. Wir zwei haben eine Menge Zeit. Dann wandte er sich ab und zog sich aus. Er hatte einen goldbraunen Teint, sein Schwanz war so glatt wie sein übriger Körper, ein großer, fester, wie glänzend polierter Stab. Sie warf sich über ihn und nahm ihn in den Mund. Seine Finger waren überall, in ihrem Anus, in ihrer Fotze. Mit der Zunge fuhr er ihr in den Mund, in die Ohren. Er knabberte an ihren Brustwarzen, küsste und biss sie in den Bauch. Sie wollte ihren Orgasmus erzwingen, indem sie sich an seinem Bein rieb, aber er ließ es nicht zu. Er bog sie, als sei sie aus Gummi, drehte sie in jede Richtung. Mit seinen muskulösen Händen holte er sich, wonach ihn gerade gelüstete. Es war ihm gleich, ob dabei der Rest ihres Körpers ins Leere fiel. Er packte ihre beiden Hinterbacken, brachte sie an seinen Mund, biss und küsste sie. Sie bettelte. »Nimm mich, Antonio, so nimm mich doch, ich halte es nicht mehr aus.« Aber er nahm sie nicht. Inzwischen loderte ihre Geilheit wie ein wahres Höllenfeuer. Sie dachte, sie müsste den Verstand verlieren. Was immer sie anstellte, um sich endlich durch einen Orgasmus zu befreien, er kam ihr zuvor. Wenn sie ihn allzu ausdauernd küsste, wandte er sich ab. Wenn sie sich bewegte, kam ein klirrendes Geräusch von dem breiten Gürtel wie von einer Sklavenkette. In der Tat war sie jetzt die Sklavin dieses riesigen, braunhäutigen Mannes. Er herrschte über sie wie ein König. Ihre Lust war der seinen Untertan geworden. Sie hatte erkannt, dass sie angesichts seiner Kraft und Entschlossenheit machtlos war. Er verlangte bedingungslose Kapitulation. Von reiner Erschöpfung verging ihr das Verlangen. Ihr Körper verlor die Spannung, wurde weich wie Watte. Umso eifriger versenkte er sich in ihn. Seine Sklavin, sein Besitztum, ein zerbrochener, nach Luft ringender Körper, der unter seinen Händen immer gefügiger wurde. Seine Hände suchten jeden Winkel, ließen nichts unberührt, modellierten ihn nach seinem Wunsch. Er bog ihn seinem Munde entgegen, seiner Zunge, drückte ihn an seine großen, blendenweißen Zähne, kurz, sie gehörte ihm. Zum ersten Mal hatte sich der sexuelle Hunger, der bisher nur Reiz ihrer Hautoberfläche gewesen war, in ihr Inneres zurückgezogen und saß jetzt tief im Körper und staute sich dort an. Er wurde allmählich zu einem feurigen Kern, der nur darauf wartete, von ihrem Geliebten, wenn er den Zeitpunkt für gekommen hielt, zur Explosion gebracht zu werden. Seine Berührung war wie ein Tanz, in dem sich die beiden Körper drehten
neue Formen, neue Konfigurationen, neue Muster annahmen. Einmal lagen sie wie Löffel aneinander geschmiegt, sein Schwanz drückte gegen ihren Hintern, ihre Brüste wogten wie Wellen unter seinen Händen, schmerzhaft wach, empfindlich. Dann wieder hockte er sich über ihren ausgestreckten Körper wie ein mächtiger Löwe. Sie schob ihre zu Fäusten geballten Hände unter ihr Gesäß, um sich seiner lüsternen Keule entgegenzustemmen. Da drang er das erste Mal in sie ein und füllte sie, wie es keiner zuvor vermocht hatte. Er berührte die tiefsten Höhlungen ihres Inneren. Der Honig strömte aus ihr. Während er in sie hineinstieß, gaben sein Glied und ihr Loch saugende Geräusche von sich. Alle Luft war aus ihrer tiefen Grotte herausgepumpt, so füllte sein Kolben sie aus. Unaufhörlich stieß er hinein in den Honig, immer wieder berührte er die Spitze der festen, tief gelagerten Birne in ihrem Leib. Aber so wie ihr Atem schneller wurde, zog er ihn, nass und glänzend, zurück und liebte sie auf andere Weise. Er legte sich dann auf das Bett und machte die Beine breit. Sein Schaft ragte hoch aufgereckt. Er stülpte sie bis ans Heft darüber, so dass sich ihr Schamhaar an dem seinen rieb. Er hielt sie fest und ließ sie auf seinem Schwanz tanzen. Sie ließ sich von überfallen und rieb ihre Brüste an seinem Oberkörper. Sie suchte seinen Mund. Dann setzte sie sich wieder auf und nahm erneut den Tanz auf seinem Stab auf. Manchmal hob sie sich ein wenig ab, damit sie dessen Spitze an den empfindlichen Lippen ihrer Scham spürte. Sie bewegte sich ganz sachte, nur genug, um ihn nicht herausschlüpfen zu lassen. Die glänzende Rute rieb sich am Eingang ihrer Pforte, die ganz rot und geschwollen war und den Eindringling wie ein saugender Mund festhielt. Dann ließ sie sich unvermittelt niedersinken und sog ihn restlos in sich hinein. Sie keuchte vor Lust, fiel wieder über seinen Körper her, suchte wieder seinen Mund. Die ganze Zeit über hielten seine Hände ihre Hinterbacken umfasst. Er steuerte ihre Bewegungen, damit sie nicht plötzlich das Tempo beschleunigte und kommen konnte. Er nahm sie vom Bett, legte sie auf Händen und Knien auf den Fußboden und befahl: Bewege dich! Sie kroch im Zimmer herum, ihr langes blondes Haar fiel über ihr Gesicht, der schwere Gürtel zog ihr die Taille herunter. Er kniete sich hinter sie und steckte ihr den Schwanz hinein, bedeckte sie mit seinem ganzen Körper und schob sie mit seinen eisenharten Knien und langen Armen vorwärts. Nachdem er sie so genossen hatte, ließ er den Kopf unter sie gleiten, um an ihren üppigen Brüsten zu saugen, als sei sie ein Tier. Dabei hielt er sie mit seinen Händen und seinem Mund fest. Sie keuchten und wandten sich, und erst dann hob er sie auf, trug sie wieder aufs Bett und legte sich ihre Beine über die Schultern. Er nahm sie nun mit aller Kraft. Sie zitterten und bebten, als sie gleichzeitig ihren Höhepunkt erreichten. Abrupt, hysterisch schluchzend, ließ sie sich auf die Seite fallen. Der Orgasmus war so übermächtig gewesen, dass sie glaubte, sie müsse wahnsinnig werden. Hass und Freude erfüllten sie wie nie zuvor. Er lächelte und keuchte. Sie legten sich zurück und schliefen ein. The thief in the temple. Escapism in the pre-apocalyptic era.